So, herzlich Mickey. Willkommen bei den Eisenmännern. Hier sehen wir den Pavel Max Power. Okay. Auf dem Weg zu unserem Fitness-Spot in Bremerhaven. Aufgrund der aktuellen Situation mit Corona machen wir unser eigenes Gym direkt am Wasser. Und wollen mal ein bisschen gegen den Strom schwimmen und aus der Menge springen. Was mit den Typen im Fort ist, dann wollen wir mal schauen, was mit denen ist. Schisch. Einmal vorbeigezogen. Und zwar der Mickey, Mr. Agi ist heute bei mir. Was geht, Mickey? Was geht? Und wir wollen zusammen heute mal ein kleines Session starten. Wie er schon sagte, einmal gegen den Strom schwimmen. Und zwar machen wir die Session da, wo sich der Strom... Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Da suchen wir uns ein schönes Örtchen aus. Das stille Örtchen, schönes Örtchen, schönen Spot. Wie viel Märchen dir noch bleibt und um Erlösung wirst du fliehen. Nice. Hier seht ihr den Turm, wir sind gerade in Dubai angelangt. Ganz schnell über ein Portal. Das Anabole-Portal. Zum guten Workout gehört auch ein vom Muskelstar gesponserter Booster. Du hast noch nicht, ne? Hier. Soll ich für dich? Spicy meat. Yeah, boy. Ah, das ist gut. Servus, Mickey. Hi. Na, wie geht's dir heute? Grüß dich, Mr. Max Power. Ja? Mir geht's heute gut. Und selbst? Ja, mir geht's auch gut. Wo sind wir hier heute? Erzähl mal ein bisschen was. Ja, ich habe mir gedacht, heute besuche ich dich. Wir machen eine kleine Trainingssession in Bremerhaven und befinden uns momentan am Hafen. Zu unserer linken Seite. Genau. Was wollen wir heute trainieren? Welche Muskelpartien? Heute trainieren wir einfach mal alle Muskelpartien. Wir wollen einfach mal schön in der Öffentlichkeit flexen, gegen den Strom schwimmen, auch gerade, weil alle Fitnessstudios bezüglich Corona dicht haben. Werden wir schön in der Menschenmenge unsere Hantelbank aufbauen und einfach mal uns richtig aufpumpen und pushen, pushen, pushen. Nochmal zu dir zurück, Mickey. Du bist ja jetzt lange aus dem Training raus gewesen. Wir haben damals bei Muskelstar für dich was eingekauft, Proteinpulver und Booster und so weiter. Hast du seitdem trainiert in der Zeit? Tatsächlich muss ich jetzt gestehen, nein, habe ich nicht. Es steht alles immer noch unbenutzt zu Hause. Okay. Und die Zeit habe ich andersweitig genutzt, um mich... Was das wohl heißt? Was das wohl heißt, um mich weiter fortzubilden. Ne? Lüge! Lüge! Und deswegen bin ich mal gespannt, wie der Pump und wie das Training heute wird. Wir haben perfektes Wetter heute. Wir sind gut eingestimmt. Der Booster, der schmeckt auch. Wir haben uns vorher gut aufgepowert mit meinem Essen. Vom Muskelstar. Alle Elemente haben sich vereinigt heute und uns einen schönen Tag beschert. Genauso sehe ich das auch. Als YouTuber? Abonnieren. Den Eisenmann. Bis später. Bis später.
250. Nice. Nicht aufgenommen. 200 mit Platz, ja, bei McFit attestiert. Machen Sie mal vor. Ich weniger Masse habe als du. Alles richtig, machen Sie mal vor. Eine Herausforderung vom Publikum. Verrückt. Gar nichts her und das macht nur unflexibel. Schau nur mal bei Wetten, dass ein Rentner hat so einen wie dich locker nass gemacht. Das ist alles nur Show. Ich bin flexibel. So. Ha? Ich bin doch flexibel. Oha, nee. Böse Ansage. Wetten, dass ein Rentner die platt macht? Ja, ich komm weiter. So, meine lieben Eisenmänner, wie ihr gesehen habt, war es ein erfolgreiches Training heute. Hier in Bremerhaven mit meinem Freund aus dem Haus, den Mickey, Mr. Arginini. Ja, wie hat es dir gefallen heute? Ja, das war auf jeden Fall eine sehr schöne Gym-Session, vor allem hier in der Öffentlichkeit. Wir haben für viel Aufmerksamkeit und Blicke gesorgt. Ja, wir haben auch eine kleine Spendenkasse aufgestellt, das habt ihr ja wahrscheinlich auch im Video gesehen. Mhm. Und die hat sich zum Schluss ja auch sehr gut gefüllt. 1,80 Euro haben wir heute verdient. Das wird auf jeden Fall unsere nächste 1,25 Kilo Handelscheibe sein. Danke nochmal an die Leute, die gespendet haben. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt in naher Zukunft, abonniert den Channel, aktiviert die Glocke, kommentiert fleißig. Adios.